Die Sportstadt Kitzbühel ist nicht nur für ihre hochrangigen Sportveranstaltungen, sondern auch für die hervorragenden Sportler bekannt. Und die besten davon, die werden jedes Jahr von der Stadtgemeinde bei der Sportlerehrung ausgezeichnet. Und das schauen wir uns jetzt an. Meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Familienmitglieder, liebe Fans und natürlich liebe Sportlerinnen und Sportler, ich darf euch alle ganz herzlich heute zur Sportlehrung 2017 begrüßen. Und eines kann ich Ihnen jetzt schon sagen, wir haben wieder über 50 Sportler, Tiroler Meister und auch viele österreichische Meister, also Staatsmeister, die aus Kitzbühel kommen und wirklich wieder im Jahre 2017 gezeigt haben, dass Kitzbühel eine Sportstadt wirklich ist. Es ist einfach wunderbar, muss ich sagen, dass wir so viele jedes Jahr zum Ehren haben, obwohl wir die jährlich machen, diese Sportlerehrung. Da sieht man eigentlich, wie viele Spitzenleistungen in Kitzbühel geboten werden, die in der Öffentlichkeit sonst oft gar nicht erscheinen oder nur eine Randnotiz sind. Und das ist auch unser Anliegen, dass wir deshalb die Sportlerehrung machen, dass alle, die einen Meistertitel, zumindest einen Tiroler Meistertitel haben, auch geehrt werden und entsprechend vor den Vorhang gebeten werden. Wir beginnen wieder mit einer jungen Dame, die schon dreimal bei uns hier oben war. Sie kennt den Weg zu uns hier rauf. Tiroler Meisterin in der Klasse, Schüler A, Lara Wagner. Lara, erzähl, was macht das Besondere an einem Wettkampf aus? Was ist der besondere Reiz an einem sportlichen Wettkampf? Ja, also das sind viele Faktoren, vor allem der Konkurrenzkampf, die Atmosphäre, die Nervosität, die Anstrengung, die Anspannung, alles hängt zusammen und das alles macht mir einfach ganz viel Spaß. Man muss natürlich aber auch ehrgeizig sein, man muss einige Voraussetzungen mitbringen als Sportler. Was sind die wichtigsten Eigenschaften, die wichtigsten Voraussetzungen deiner Meinung nach? Ja, also man braucht schon sehr viel, vor allem muss man immer motiviert sein und ich finde einfach das Wichtigste ist am Sport immer der Spaß. Man sollte immer Spaß haben und mir macht es auch sehr viel Freude und deshalb glaube ich geht es bei mir auch so gut. Wir haben Sportlerehrung heute, wofür bist du geehrt worden? Ja, ich bin heuer Staatsmeister geworden im Reckhalten. Die war in Salzburg, in Bergheim und Tiroler Meister. Die Sportart Reckhalten besteht aus Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis. Mit 6 Jahren habe ich einmal Tennisspielen angefangen. Hab mir das angeschaut, hat mir super gefallen und hab dann daheim mit Papa ein Tischtennisspiel angefangen. Waren immer heiße Duelle und in der Schule habe ich dann immer das Badminton gespielt, das war immer lustig. Evelyn Zerungs, ganz, ganz stark im Gremium wurde. Wir gratulieren. Dreifache Landesmeisterin im Geräteturnen. Kannst du uns deinen Sport ein wenig beschreiben? Was macht man als Turnerin? Also wir sind jetzt noch nicht ganz in der Leistungsriege, sondern im ÖTB und da haben wir 5 Geräte. Da haben wir den Balken, den Boden, den Stufenballen, den Sprungtisch und das Mini-Trampolin. Und auf jedem Gerät haben wir 10 Elemente maximal, die was wir turnen können. Und da kriegen wir dann, werden wir bewertet in der Dynamik, in der Leistung, in der Haltung und da wird auf alles geschaut. Erzähl uns ein bisschen was, wie bist du dazu gekommen zu diesem Sport? Ja, also bei mir war das eine ganz lustige Geschichte, weil ich bin eigentlich zum Turnen gekommen wegen der Evelyn. Weil die Evelyn ist schon, seit sie ganz klar ist, beim Turnen gewesen und wir sind schon voll lang befreundet. Und dann hat sie mich dann mal mitgenommen zum Kindergartenturnen und dann war ich aber am Anfang ein bisschen so unsicher. Und dann bin ich aber öfter mitgegangen und dann bin ich regelmäßig trainieren gegangen und dann sind die Wettkämpfe gekommen. Also, das ist immer viel, geht die Story jetzt auf der Bühne auf. Aber ein großer Applaus für Julia Haas. Einen Siebensack. Das war's von der Sportlerehrung 2017 in Kitzbühel. Eine Veranstaltung, bei der auch heuer wieder eine ganze Reihe ganz hervorragender Sportler geehrt wurden.
Im Hintergrund spielt noch die Panther Session. Sie haben auch die Veranstaltung musikalisch umrahmt. Und hier ist es noch nicht zu Ende, sondern hier geht es noch gemütlich weiter.